Wagenrennen, Wagenrennen mit Quadriga, mit Christian Weigel. Hallo Christian. Hallo, ich bin ganz, ganz aufgeregt. Mit Writing Bull, hallo WB. Hallo, ich bin auch da. Und mit den Zuschauern, ich hoffe, ihr brüllt jetzt auch was rein. Die Zuschauer auf den Zuschauerrängen der römischen Arena, gebt mir bitte ein Hallo, wir sind da. Das war schwach. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser im Laufe dieses Live-Abends, Mitte Januar 2015. Und wir setzen die Weihnachtsfeier fort. Immer noch liegt kein Schnee draußen, zumindest hier in Köln nicht. In meiner kölschen Heimat hier in Deutschland hat mich der Winter im Stich gelassen. Wie gut, dass der treue Christian wenigstens immer dabei ist und mir hier ein wenig den Widerpart gibt. Den Widerborst, den Gegenpart, den Nemesis. Ich muss ehrlich sagen, du beeindruckst mich wahnsinnig, weil beim letzten Live-Abend, ich kann mich noch sehr, sehr lebhaft daran erinnern, wir sind ja immer per Webcam verbunden, auch wenn wir das im Bild nicht zeigen, da war das ein trauriger Anblick, wie du da in deinem Schreibtischsessel gehangen hast, mit dem so struppig, so unrasiert, die rote glühende Nase und ein bisschen feist von den ganzen Plätzchen, die du vor Weihnachten nicht reingestopft hattest. Kein Wunder, dass du so kläglich versagt hattest, aber jetzt hat dir anscheinend der Verlauf des letzten Live-Abends eine Lehre und wie du mir jetzt da entgegenstrahlst, du musst täglich 100 Sit-Ups gemacht haben, du hast dich endlich rasiert und du bist auch trocken und säufst nicht mehr wie ein Loch. Und ich kann dir nur sagen, Christian, Respekt, du hast dich aus der Gosse hochgearbeitet und könntest heute wirklich ein würdiger Widerpart sein. Oh, jetzt langst du aber tief vor. Ja, siehst du meinen akkurat rasierten Bart? Der ist jetzt viel windschnittiger und damit komme ich viel besser klar in der Arena. Wahnsinn. Ich bin auch stocknüchtern heute. Ich kann überhaupt nichts mehr auf den Glühwein schieben. Sollen wir das Team noch umbenennen? Nee. Teams, ich wechsle mal zum Spiel. Das hier, das ist Quadriga. Ein sehr, sehr hübsches Spiel, finde ich, ganz persönlich. Das kann man ja gar nicht dick genug unterstreichen, von einem Ein-Mann-Team entwickelt worden. Sprich, da war ein Entwickler aus Spanien, Italien, Spanien? Spanien. Ein Spanier? Ein Herr Silva heißt der. Oh, und der hat das ganz alleine gestrickt, finde ich Wahnsinn, wie man anscheinend doch mit wenig Geld, viel Kreativität und viel Herzblut ein so hübsches Spiel machen kann. Publisher ist übrigens Slytherin. Und die haben uns einen Steam-Key zur Verfügung gestellt, um den unter dem Publikum heute auf den Zuschauerrängen zu verteilen. Wofür? Der Steam-Key geht an den Sieger, der bei unserem, also wir können es ja eigentlich sagen, in Wirklichkeit machen wir keine Wagenrennen, sondern veranstalten altrömisches Poetry Slam. Und der Sieger ist derjenige, der mein Pferdegespann am schönsten anpreist. Mit Knüttelfersen, mit Klapphornfersen, mit gereimten Holprigkeiten oder auch mit gemeinen Schweinereien. Das ist alles erlaubt. Hauptsache, es gefällt mir. Ich bin da total parteiisch am Ende. Genau, ihr merkt schon, wir haben zwei Kriterien. Erstens, es gibt eine Ein-Mann-Jury, also nicht nur einen Ein-Mann-Entwickler, sondern auch einen, der hier Daumen hoch bzw. Daumen runter zeigt. Und das ist Christian himself. Und zum anderen der feine Unterschied zum letzten Live-Abend. Da hat derjenige den Preis bekommen, der Christian am meisten belobigt hat mit irgendwelchen Versen oder Zurufen. Das ist ihm aber ziemlich zu Kopfe gestiegen. Ich glaube, das war auch an dem sehr unglücklichen Verlauf des Abends aus seiner Sicht beim letzten Mal mitverantwortlich. Es war nicht nur seine Charakterschwäche. Ich möchte ihn da in Schutz nehmen. Und das haben wir jetzt geändert. Jetzt werden halt die Pferde angetrieben von euren Worten. Und ich hoffe, dass die nicht klug genug sind, als dass sie das kapieren könnten, was ihnen da zu Kopfe steigt. Steigen könnte an wohlwollenden Worten. Ja, aber irgendwie hören sie es doch, und wenn es auch nur die Stimme ist, die da irgendwie wohlwollend irgendwas formuliert, wenn ich ihnen das dann vorlese heute Abend im Stall, und das könnte ihnen schon gefallen, auch wenn die Pferde den Wortsinn natürlich nicht so ganz verstehen. Achso, es gibt übrigens Bonuspunkte dafür, wenn WB möglichst schmerzhaft beleidigt wird. Da achte ich nämlich auch gerne drauf. So hatten wir das ja vorab nicht abgesprochen, aber ich glaube, wir hatten auch nicht abgesprochen, dass ich dich so freundlich beleidige zu Beginn des Livestreams. Insofern kann ich da jetzt mal nichts sagen, ne? Nee. Ich kann nur im Nachhinein dann meine Konsequenzen daraus ziehen. Übrigens, von wegen den Pferden verbale Zuckerli geben und andere wohlgesetzte Worte wählen, könnt ihr uns eigentlich gut hören? Übliche Frage zu Beginn eines Livestreams, den wir veranstalten, wenn ihr den Eindruck habt, Christian ist zu laut im Vergleich zu mir oder umgekehrt oder der Spielton, ja, wir sind jetzt, glaube ich, mit Spielton sogar am Start, das hatten wir letztes Mal nicht geschafft. Tom sei Dank, Tom.io, der hat eben noch Erste Hilfe geleistet. Vielen liebe Grüße nach Österreich. Und falls ihr den Eindruck habt, es stimmt irgendwas nicht mit dem Ton, sagt bitte Bescheid im Chat. Und auf geht's. Wie sind die Spielregeln? Wir haben zwei Teams. Das eine ist das Team Vinus Glyus, das ist das Säuferteam von Christian. Der hat seine eigene Kampagne hier. Und das andere, das ist das Team von Whipping Bull, von dem peitschenden Bullen. Ja, das bin ich gut geraten. Wir treten gegenseitig an. Es gibt ja keinen echten Multiplayer-Modus, deshalb faken wir den, Christian.
Ja, genau. Wir fahren einfach abwechselnd Rennen und schauen dann hinterher, welcher Rennstall mehr Geld einnimmt oder mehr überlebende Pferde hat oder Fahrer ohne blaue Augen oder sowas in der Art. Danach wird das gerechnet. Sowas in der Art, ganz genau. Und dann klicke ich mal hier auf Continue Campaign. Wir setzen die Kampagne vom letzten Mal fort. Das war ja unentschieden. Ich habe zwar am Anfang behauptet, Christian hätte gelost und er sei nicht so doll gewesen, aber nüchtern betrachtet waren wir, glaube ich, auf Augenhöhe und ich arbeite daran, dass es diesmal anders sein wird. Und dieser Teil der Kampagne, seine Kampagne, besteht darin, dass er mir sagt, was ich zu tun haben soll. Also genau umgekehrt wie sonst, wie im Real Life, Christian. Ja, normalerweise, ja genau, ist es ja mit deiner Qualität in der Befehlserfüllung nicht ganz so weit her. Ich hoffe, das wird heute ein bisschen besser. Ja, ich gebe mir ganz, ganz doll Mühe, dass ich ein bisschen devoter werde. Also, sieht es folgendermaßen aus. Ich glaube, wir haben beides Mal, jeder von uns hat letztes Mal 8 Rennen fahren können. Wir haben beide 8 Rennen gefahren und jeder von uns hat 3 dieser Rennen gewonnen. Es steht also genau gleich. Ja, wir sind tatsächlich auf Augenhöhe. Und wie viel Gold, beziehungsweise wie viele Denarii hast du? Wo steht's? Das müsstest du Eins in dem weiter? im Manage-Bildschirm gucken können. 10.770, Wahnsinn. Obwohl, ich habe vage in Erinnerung, dass es beim letzten Mal noch höher war, als wir mit der Aufzeichnung beendet hatten. Kannst du sein, dass du ein paar Denari unter den Zuschauern verteilt hast, damit die sich entsprechend gut vorbereiten, dich noch mehr pushen? Ich kann mir eher vorstellen, dass du heimlich in meiner Abwesenheit den Spielstand geöffnet und dann Nein. mein Geld dort verballert hast. Ach, was du mir zutraust, so viel Unfairness würde ich niemals machen. Zumindest würde ich mich niemals dabei erwischen lassen. Das sind deine 3 Fahrer. Birnudin, der auch im Chat wieder dabei ist. Hallo Birnudin. Huhu. Hallo, hallo. Dann hätten wir noch Tom. Welcher Tom ist denn das? Ist das unser Tom.io? Das ist unser Tom.io, der zwar, glaube ich, jetzt nicht dabei ist, aber den, mit dem wir eben noch gequatscht haben, der uns hier geholfen hat. Und dann ist Langhaare dabei mit seiner Pferdehaarperücke. Auch diesmal wieder im Chat live. Ja, Langhaar, genau. Der sagte, er hätte nicht selber diese lange Haarpracht, sondern das wäre alles nur eine Rosshaarperücke. Und dann hat er mir im Vertrauen zu verstehen gegeben, dass diese Rosshaare von WBs Pferden stammen. Interessant, wie du vertrauensvoll zugeraunte Worte gleich hier in die Weltöffentlichkeit hinaus posaunst. Das gibt mir zu denken. Also 2 der 3 Fahrer sind da, kein Wunder, hochmotiviert, und einer der beiden, der hat sogar richtig Meriten auf sich geladen beim letzten Mal, der hat 2 Siege errungen. Ja, Langhaar und Birnudin hat auch einen, nur der Tom hat noch nichts. Deswegen würde ich sagen, kommt heute als erster Mal Tom ins Rennen. Einverstanden. Bevor du das machst, reparier doch bitte noch Langhaars Wagen, der hat ein bisschen einen Schaden abbekommen, und verkauf bei Birnudin und Tom jeweils den Wagen. Hier den? Echt total verkaufen? Ach, den willst du einen neuen kaufen? Ich will 2 neue Moment, kaufen. ich habe eventuell gerade ein Problem gehabt bei der Aufnahme. Nee, Stream läuft noch. Ich hatte gerade einen Störton drauf. Du kannst mich noch hören, ich kann dich noch hören. Ja, ich höre dich. Streaming läuft, glaube ich, auch noch. Ich bin ein bisschen irritiert gerade, ob hier alles in Ordnung ist. Sieht aber so aus, als wäre alles okay. Ich bin immer verunsichert, wenn ich so ein elektronisches Plop-Geräusch höre, dann denke ich mir, oh Gott, was ist los? Ist die Aufnahme abgebrochen oder das Streaming? Aber es scheint alles zu funktionieren. Nee, das ist nur die Fangschaltung des Vatikan, die sich dann einklingt. Ach so. Nicht diesen Wagen, nicht diesen Wagen, den einen oben drüber, bitte. Den hier Ja, verkaufe genau. ich. Im Und Vatikan. Gab es das denn schon? War damals zu dem Zeitpunkt gab es da schon das Christentum? nee, nicht damals. Jetzt, der jetzige Vatikan hört dich ab. Der jetzige Vatikan, das ist die geheime Macht, die die Welt unterworfen hat. Nee, So, so. die wollen nur dich abhören. Aha. Ah, Die können mich doch das. jederzeit hören, die müssen nur auf Twitch mithören. Ach so, ja, stimmt. Wagen Das wissen die kaufen? nicht. Beide Wagen kaufen, bitte. Einen für Birnodin, einen für Tom. Okay. Super. Und jetzt kannst du mit Tom losfahren. Alles klar. Rennen startet und was er jetzt merken wird, es gibt standardmäßig hier einen Rundenmodus, wo man in aller Ruhe ziehen kann. Den haben wir 30 stolze und lange Folgen lang gespielt bei unserem gemeinsamen Let's Play Together. Gibt es auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal zu sehen, gibt es eine Playlist, aber beim letzten Mal, da haben wir den Echtzeitmodus demonstriert und den demonstrieren wir jetzt auch wieder und zwar ohne lange Vorreden einfach mal in echt und hört euch mal gleich an, was das für Stress bedeutet, für die Kommunikation zwischen uns beiden und insbesondere für den, der sich hier eventuell um Kopf und Kragen befiehlt. Oh, besonderes Event, dieses Rennen, das brechen wir gleich ab. Die Rennbeauftragten haben alles Rammen und alles Peitschen verboten. Ja, das Wie ist doch gut. langweilig. Optimal für dich für den Einstieg, dann hast du nicht so schwere Entscheidungen zu treffen. Wie viel möchtest du wetten? Ich möchte 1.000 wetten. 1.000. 1.000.
1000 wettet der junge Mann auf seinen Sieg. Und ja, man darf noch peitschen, allerdings nur die Pferdchen. Soll ich deine Pferde peitschen? Beim ersten Mal peitschen, dann auf Normalbeschleunigen gehen, bitte. Das ist zugleich auch der einzige Befehl, den ich in Ruhe geben kann. Ab dem Augenblick, wo ich geklickt habe, läuft es ja in Echtzeit ab. 3. Okay, ich atme mich schon mal warm und bitte befolge meine Befehle. Nimm dich zusammen und Konzentration, bitte. Wird gemacht. 3, 2, 1, peitsch. Bauern Michi hat kein Vertrauen in mich. Der glaubt, ich würde auf Platz 3 enden. Quatsch. Soll ich bremsen? Na, was? Normal beschleunigen. Okay, jetzt nochmal einmal peitschen. Dann kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter nach vorne und dann wieder nach dieser Peitschaktion wieder normal beschleunigen. Ja, kannst eigentlich... Eins nach links, bitte. Eins nach links. Genau. Schade, die beiden ersten da, die donnern ganz schön davon. Und unser eines Pferd hat auch, das auf der Innenseite hat schon was abbekommen. Ich habe leider eben schon wieder ein Störgeräusch gehabt und hoffe, dass wir noch gesehen werden können. Ja, Bauer Michi sagt, wir wären kurz offline. Oh, das ist aber schlecht. Dann fahren wir jetzt eben ohne Video und ohne Publikum. Genau, Stabilität ist gut. Stabilität um die Kurve. Wir sind Letzter. Was ist denn da passiert? Gleich nach der Kurve dann... Jetzt eins nach links. Eins nach links? Eins nach links. Was ist denn hier los? Warum sind wir denn so langsam? Ich kann doch nicht die ganze Zeit peitschen. Das geht doch nicht. Hast du jetzt während des Rennens gerade noch... Ich habe nichts gemacht, nein. Hast du jetzt während des Rennens noch das Video gerettet? Ich weiß nicht, ob es gerettet worden ist. Ja, Tom in seinem Skoda trinkt sich gemütlich eine Soda. Was ist denn los? Warum sind die denn so langsam? Stabilität, Stabilität, Stabilität. Danke. Ist denn Stabilität? Also ein Pferd von dir, dem geht's halt nicht gut. Ist das der Grund dafür, dass du ganz hinten hängst? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch. Das hat am Anfang was abbekommen. Bei der ersten Peitscherei. So, jetzt hat das Außenpferd auch noch was abbekommen. Komm, hau drauf, peitsch. Wenn die Pferde geraden, schon bluten und leiden. Auf der Geraden können wir noch mal eine Runde peitschen. Fahren wir der Kamera ein bisschen raus, dass ich sehe, wo die Kurve kommt. Ja. Und Stabilität, nicht Aggressionsvermeidung. Stabilität, Stabilität, Stabilität. Danke. Das gibt's, oh Gott, mal. Der friert an der Stelle ein. Aber warum? Warum geht der denn immer wieder auf Aggressionsvermeidung? Ich kann dir das nicht sagen. Soll ich klicken auf Rennen beenden? Wenn du möchtest. Nein, wenn du möchtest, weil ich glaube nicht, dass du irgendwas noch rausholen kannst. Warum geht er denn immer wieder zurück auf Aggressionsvermeidung? Ich brauche doch Stabilität in der Kurve. Jetzt ist mir noch ein Pferd verreckt. Also ich würde dir vorschlagen, wir retten die letzten Pferdchen und ich bringe dich hier über Autofinish ins Ziel. Ja, ich bitte darum. Dann kriege ich wenigstens einen Teilnahmebonus, habe 1000 verloren und ein Pferd verloren. Ja. Du gewinnst 1600, verlierst 1000 durch die Wette. Ich gehe mal in die City und gucke jetzt auch mal kurz, wie es aussieht bei uns auf der Seite. Kannst du sehen, ob der Stream läuft, ob man uns sehen kann? Nee, der Stream ist aus. Jetzt lädt er wieder das Video. Ja, das ist bleibt grau. Es kann auch an dir lokal liegen, an deiner Anzeige. Nee, es ist hier grau. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist wieder da. Wurde im Chat denn gechattet und gepostet? Ja. Die sind noch da. Gab es Beschwerden? Es schrieben mehrere Leute, das Video wäre kurz weg. Der Vatikan hätte den Stream unterbrochen. Aber es war nur eine kurze Beschwerde, oder? War nur eine kurze Beschwerde. Hat niemand besonders laut getrötet. Also scheint alles okay zu sein. Und immer wenn du dieses Störgeräusch bekommst... Dann springt der... Ah ja, dann läuft auch die... Ich sehe das gerade bei mir in der Dateienverwaltung auf meinem Rechner. Ich habe gestückelte Dateien, mehrfach brach der Stream ab, begann dann wieder. Das kann ich aber wieder zusammenflicken, nachher beim Zusammenschnitt des Videos. Im Prinzip funktioniert das also. Das heißt, wir können jetzt noch ein zweites Rennen machen, nämlich das mit mir jetzt, und hoffen, dass da alles irgendwie gut geht. Ja. Gibt es denn bei den Zuschauern irgendwelche freundlichen Kommentare zu deiner Leistung? Sowas wie, es ist nicht aller Tage Abend oder bringe ich nicht gleich um? Na, Langhaar sagt, ich soll die Befehle am besten in den Chat schreiben, dann würdest du sie eher lesen, als wenn ich sie dir zuschreie. Der hält zu dir. Der hält zu mir, ja genau. Das geht ganz klar gegen dich, dass du hier die lahme Kartoffel bist. So, wie wechsle ich ins Hauptmenü? Durch hier drauf, ne? Auf den runden, total intuitiv auf den Wiederholungskreis gehen, das bedeutet Hauptmenü. Wechseln wir mal ins Hauptmenü, wechseln wir die Kampagne und wechseln wir jetzt mal zu einem gewissen Whipping Bull
und gucken mal, ob der eventuell diese Steilvorlage, die du ihm gegeben hast, ob du die verwandeln kannst. Und vor allem gucken wir, ob er inzwischen so größenwahnsinnig geworden ist, dass er von sich in der dritten Person spricht. Ja, was ist jetzt meine Aufgabe während deines Rennens, dich möglichst zu verwirren, dass du falsch klickst, oder? Nein, ja, Freundlichkeiten zu sagen, das würde mich schon völlig verwirren. Ach so, ja, das kann ich auch machen. Nein, du kannst mir einfach zurufen, was an freundlichen Bemerkungen im Chat fällt. Oder mich auch ein bisschen coachen hier, warum denn nicht? So ganz klar, freundschaftlich. Also ich bin woanders, ich bin in Tirus. Und jetzt wollen wir mal gucken, auch ich habe 8 Rennen gefahren, auch 3 Siege davon gerungen und habe jetzt die Möglichkeit, eventuell davon zu ziehen. Mit einem Sieg mehr. Allerdings ist meine Lage nicht ganz so gut. Hab nur halb so viele Denarii wie du, nämlich 5000. Hab jetzt 2 Fahrer und das sind nicht so ganz diejenigen, mit denen ich, glaube ich, begonnen hatte, nicht? Da war doch irgendwas. Ja, da war doch irgendwas. Das sind noch nicht dieselben, mit denen du begonnen hast. Genau, es ist noch kein einziger der Zuschauer ist mehr dabei. Das sind alles Fremdkörper. Die Zuschauer sind Fremdkörper für dich. Das ist mal ein Wort. Nein, deine Distanz. Dreh mir doch nicht das Wort im Mund um. Diese Fahrer sind Fremdkörper. Ach so. Du redest nicht mehr über deine Zuschauer, sondern nur noch über die Fahrer. Die Zuschauer sind ja keines Wortes mehr. Du reitest dich immer tiefer in die... Nein. Du drehst mir jedes Wort im Mund rum. Da werden wir noch ein Wörtchen zu reden haben drüber. Jetzt habe ich aber die Hosen gestrichen voll. Also, ich könnte hier irgendwas kaufen und mein Geld hier verplempern, aber ich glaube, ich lasse es sein. Der Fahrer ist auch nicht besser als die Fahrer hier. Ich habe hier 2 Wagen, obwohl der ist nicht so richtig. Den repariere ich hier mal. Den Wagen und kaufen. Dritten dazu kaufen, muss nicht unbedingt sein. Und die Pferdchen hier, die sind auch nicht viel besser, die ich habe hier. Deine Zuschauer sagen auch, dein Lager wäre ein ganz schön chaotischer Haufen. Finde ich ein bisschen unverschämt. Aber was ich mache, ist, glaube ich, die hier verticken. Na, ich kaufe mal hier die dazu. Obwohl, dann kann ich eventuell meinen Fahrer nicht mehr retten. Ich lasse es mal so, wie es ist. Obwohl, hier fehlt ja einer, ne? Ich versuche mal mit Muna hier alles hinzukriegen. Denk aber nur dran, Munas Pferde sind, weil da ein neues Pferd gekauft wurde, die haben nur einen kleinen Beschleunigungspfeil. Die sind noch nicht in Topform. Dann werde ich wohl über einen Zuschauer einspannen müssen. Gibt es Freiwillige im Chat, die gerne auf meiner Seite sich peitschen lassen würden, die sich ins Joch spannen lassen? Na, hätte mich auch gewundert, wenn jetzt spontan er zugerufen hätte. Klicke ich mal auf Ready Go und will mal schauen, ob ich vielleicht mein Glück etwas besser erzwingen kann als ein gewisser Christian Weigel. Extra Lab, extra Runde. Ha, wir haben Zeit satt hier. Ja, das bedeutet einfach nur, dass deine lahmen Gäule noch eine extra Runde laufen müssen. Ich weiß gar nicht, ob die das packen. Also ich möchte leider nichts wetten. Dafür habe ich zu wenig Geld. Tut mir leid. Bin jetzt sehr, sehr gespannt, ob ich fange mal mit dem an, was ich am liebsten mache. Ich peitsche. Und bin auf der Innenbahn. Peitsche gleich nochmal und hoffe, oh, dem einen geht's hier nicht gut. Du hast dein eines Pferd schon halb zu klump gepeitscht. Ja, das macht keinen Sinn. Also jetzt nochmal peitschen, das lasse ich lieber. Mhm. Wir sind hier zu 8. Ich bin auf der Innenbahn. Das heißt, ich muss nicht unbedingt der Schnellste sein. Ich traue mich nicht nochmal zu peitschen. Ich bleib da, wo ich bin. Ja? Oh, du hast doch nochmal gepeitscht. Ich hatte gar nicht. Der hat sich selbst gepeitscht und ich habe vergessen, das auszustellen. Ach jo. Oh je, mit 4 Runden peitschen, sagen die Zuschauer schon. Das war bitter. Du bist auf der Innenbahn, du fährst mit Stabilität auf eine gelbe Kurve zu. Das wird in die Binsen gehen. Ich versuch's. Der WB hat mal wieder One More... Oh, au. Lass es gut gehen. Wow, super. Das hat funktioniert. Jetzt gehe ich aber 1 nach rechts, weil das Risiko mache ich nicht nochmal. Boah, hab ich Schwein gehabt. Das war ja unfassbar. Oh, komm mal, die peitschen sich an mir vorbei. Aber dem geht's auch ganz dreckig, dem Sheraga über mir. Der da oben, dessen Pferdchen, die hat noch 3 dunkelgrüne, ein hellgrünes, der versucht, eins vor mir zu gehen. Wenn ich da bleibe, jetzt mit Stabilität in die Kurve. Mit Gelb riskiere ich nicht. Ich könnte ihn auch peitschen, aber ich hoffe sehr, dass er mich nicht peitscht. Dass ich jetzt er versucht mich zu rammen. Komm durch! Er hat dich gerammt, dein Außenrad hat Schaden davon getragen. Ja, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Jetzt wechsle ich eins da links, damit er versucht mich zu rammen. Ich weiche ihm aus. Zweite Runde sind wir mittlerweile. Von 4. Zweite von 4. Mhm. Die beiden bremsen sich ja gegenseitig aus. Ich wette, die versuchen aggressiv zu fahren. Wo bin ich? Ich bin kurz vor der Kurve. Ich bin auf der richtigen Bahn hier. Auf der dritten Bahn ist der Wagen. Ich gehe mit Stabilität in die Kurve. Zweite Bahn sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Wenn nicht alles schief läuft, müsste ich gleich nach Ende der Kurve vorne liegen. Der wird eins rausgetragen. Es klappt. So, jetzt sieht es richtig gut aus. Jetzt bleibe ich da, wo ich bin. Fahre mit Stabilität weiter.
Der versucht sich an mir vorbeizu. Der ist etwas schneller unterwegs. Ist ein Pferde sind besser. Er geht Aber eins er will nach immer in die außen. Außenbahn, das ist sehr gut. Wieso feuere ich dich eigentlich an? Eigentlich Das ist möchte ich doch, total lieb von dir. dass du hier Schiffbruch erleidest. Genau. Also, falls ich hier gewinnen sollte, dann werde ich dir zu Ehren dir die Erlaubnis geben, den Lorbeerkranz über meinem Kopf zu halten. So, jetzt versuchen hier, wir, hoffentlich geht er jetzt nicht auf die Innenbahn, schneide mir den Weg ab, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der geht zwei nach außen. Der Er will geht gar nicht zwei in nach die. außen. Der scheut die Konfrontation mit dir. Jetzt sind wir in der dritten Runde und es sieht ganz knapp aus. Wenn es die vierte, oh, er peitscht sich nach vorne. Jetzt bin ich sehr gespannt. Willst du auch noch mal peitschen? Komm, peitsch, peitsch, peitsch. Die Nee, Pferde nee, halten nee, das nee, aus. nee. Ich warte erstmal ab. Ich warte mal erstmal ab. Peitschen kann ich immer noch ganz am Ende. Wenn ich am Ende peitsche und dann sind die Pferde langsam, dann sind die nur am Ende halt langsam. Auf der Innenbahn müsste ich wieder ein Stück gut machen. Ich sehe, aber das wird höchstens ein zweiter Platz. Der ist dir zu weit voraus. Der ist mir zu weit. Ich muss wurde übel peitschen. Ja, er peitscht auch. Das immerhin wird es ein Zweiter. Das ist der Ja, aber Abstand auch ist mir zu groß. deine Ich Röster würde. kommen hier nicht so wirklich vom Fleck. Was ist Nee. los? Ich bin eine Spur zu weit außen. Ich hätte wieder nach innen wechseln sollen. Das hatte mich eben auf die dritte Bahn getragen. Ich wollte eigentlich fahren vorher immer in der zweiten. Das heißt, ich wechsle jetzt als erstes eins wieder nach links. Das Video ist wieder weg, ohne dich beunruhigen zu wollen, sagt der Chat. Das ist schade. Dann kann ich. Ja. Dann müssen wir jetzt so tun und hoffen, dass es gleich wieder weitergeht. Das muss ein Twitch-Problem sein, weil lokal bei mir läuft das Streaming weiter. Oh, jetzt habe ich gerade Ah, nicht. St Stream ist wieder da, sagen die Jungs. Das ist schön. Oh, jetzt geht er leider. Komm, 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 komm. Jetzt geht er mit Stabilität in die Kurve. Und der Fahrer vor mir, guck mal, der Den wird hat's gelegt. geschleift. Den hat's umgelegt. Halbe Runde verpasst, sagen die Jungs. Aber du willst nicht peitschen, du willst Doch, nicht. ich Oh. peitsche, ich peitsche. Aber es ist knallrot. Dein. Ich komme an den nicht mehr ran, denke ich mal. Du Der ist hast aber schon. noch Der eine ist. Runde extra. Hast du Das nicht eine ist. Wir Runde sind in extra der noch? vierten. Wir sind in der vierten. Knapp Seit der vierten? 3000 Okay, dann. Denarii. Kann man mitleben. Und der vor mir hat sich tatsächlich hingelegt. Bin ich nicht unzufrieden mit. Ja, ist auch nicht schlecht. Der Stream hat wieder geladen, da schauen alle Maden, selbst einige Rouladen. Hoffentlich haben die Dateien keinen Schaden. Oh je, kann ich Oh da nur je. sagen. Oh je. Oh So, je. das waren die ersten beiden Rennen und das war die erste halbe Stunde unseres Streams und ich mache jetzt eine ultra kurze Pause, aber wirklich nur ein, zwei Minütchen und dann machen wir hier weiter mit der zweiten halben Stunde und dem zweiten Fünftel vermutlich unseres Live-Abends mit Quadriga. Große Widrigkeiten bei der Technik und auch hier bei den Rennen. Tote und Verletzte allerdings nicht im Chat auf Twitch TV, sondern nur im Spiel. Das ist die richtige Reihenfolge. Umgekehrt wäre es heikler. Bis bald. In Kürze sind wir wieder da. Ja, bis in wenigen Sekunden.